Und ich bilde mir einfach ein, dass wir an einer Stelle Wasser brauchen. Dann gab es dann noch dieses Schwert draußen. Vielleicht sollte ich mal gucken, ob draußen was geht. Draußen war ja auch Wasser. Aber ich gehe jetzt erst noch einmal darunter, um ganz sicher zu gehen, dass da wirklich nichts mehr war. Und dann gehen wir in den Garten. Da kann man doch bestimmt leicht was übersehen. Schauen wir jetzt nochmal ganz genau. Immerhin. Immerhin. Das beweist, dass wir ein bisschen schlampig gesucht haben hier. Da können wir nicht runter. Schade. Ach, ja, ja. Also wenn man gerade nicht weiß, wo es weitergeht und man sucht etwas ab, dann nerven Gegner doch immer am meisten. Also das ist immer so. Megalith immer noch auf Stufe 2. Das zieht sich jetzt ein wenig. Den Reflexionszauber, den wir bekommen haben, den werde ich übrigens nicht leveln. Ich könnte mir vorstellen, dass er praktisch ist, wenn diese Zauber zurückgeschleudert werden. Aber ganz ehrlich, das haben wir gar nicht nötig. Wir machen so gut Schaden. Und Magie tut uns eh nichts. Zumindest in den meisten Fällen. Diese widerstandsfähige Kakerlake. Sie wird ihrem Ruf mal wieder gerecht. So, dann mal weitersuchen. Auf. Flott verteilt hier. Boah, 7-mal Heilmittel. Strönen sie uns aber zu damit. Das sieht doch noch komisch aus hier, aber da ist nix. Elens Körper zu vernichten. Vielleicht findest du etwas im Innern. Das klingt so, als ob man... Ich bin verwirrt. Also das kommt mir im Innern. Seltsam. Also ich muss noch irgendwas finden. Und dann wieder hierher. Okay. Gehen wir ganz kurz unsere besonderen Items durch. Vielleicht kommen wir dann drauf. Wir haben eine Zunderbüchse. Klar, wir können irgendwo Feuer machen. Merken wir uns. Wir haben eine leere Flasche, da können wir, meine Vermutung, Wasser einfüllen. Wir haben seltsamerweise immer noch Daniels Arm. Jo, wir haben Daniels Arm. Und das war's. Also, eine Flüssigkeit irgendwo aufnehmen, sie vielleicht erhitzen, auf jeden Fall irgendwo ein Feuerchen machen.
Und dann sollten wir weiter können. Hoffe ich. Dann geht jetzt das lustige Suchen los. Und wir beginnen unsere Suche, wie gesagt, wenn mich nichts anderes jetzt aufhält, im Garten. Und der Garten ist ja zum Glück nicht weit weg. Der ist da hinten. So, ich hätte mal wieder speichern können, fällt mir gerade ein. In diesem Garten suchen wir jetzt Wasser. Hey, der Gegner ist neu, oder? Der ist neu. Sieht aus wie so eine hässliche Ledermaus. Wobei, die sind ja gar nicht hässlich. Eigentlich sind es wunderschöne Tiere. Ich hatte mal das große Glück, damals, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, und das Fenster war des Nachts offen, da ist mal eine Fledermaus reingeflogen. Ist kein Scheiß. Das sind die Vorteile, für manche vielleicht auch Nachteile, wenn man in einer Landgegend wohnt. Wir haben nämlich in der Nähe von meinem Elternhaus ein Holzwerk und da halten sich immer verdammt viele Fledermäuse des Nachts auf. Und keine Ahnung, aber einer hat sich in mein Zimmer verirrt. Das erste, was ich getan habe, ist natürlich die Kamera gezückt und Bilder davon gemacht. Und es war wirklich faszinierend, wie absolut lautlos sie im Kreis geflogen ist. Es war das erste Mal, dass ich eine Fledermaus live gesehen habe. Also ich fand das richtig toll. Aber natürlich haben wir sie dann nach einer kurzen Bewunderungsdauer auch irgendwie wieder aus dem Fenster bekommen. Es war gar nicht so einfach. Auf jeden Fall wunderschöne Tiere. Du warst jetzt nicht das Ding mit dem Schwert, oder? Ich erinnere mich, ich hatte mir das mal aufgeschrieben letzte Woche. Und ich hoffe, dass ich dieses Dokument hier noch auf Anhieb finde, falls ich es brauche. Hä, was ist das? Das sah gerade so... Ach, Moment mal, da hat uns noch mal ein Vieh angegriffen, wisst ihr noch? Vielleicht können wir da jetzt mal wieder zurück. Das wäre doch eine Idee. War das nicht hier? Ha! Wenn ihr drei zusammenhaltet, könnt ihr ihn besiegen. Im Innern! Tada! Oh ne. Speichern wir noch schnell. Wahnsinn. Jetzt schon das zweite Mal, dass ich nicht wusste, wo es hingeht und auf Anhieb richtig gelaufen. Dieses Glück wird später bestimmt noch bestraft. Darauf wette ich. Okay. Besiegen wir ihn mit vereinten Kräften. Ich hätte ihn bestimmt damals auch alleine geschafft, wenn die den Schaden nicht auf Null negiert hätten. Das war ja richtig gemein. Ich möchte mit euch wetten, jetzt bekommt er Schaden, auch durch Kudelga. Was seid ihr für Dinger? Die hatten wir mal als Endgegner, oder? War einer von den ersten. Noch 17 Pfeile. Wird's doch noch knapp. Gegen Schluss.
Schade, dass ihr so steht und nicht nebeneinander. Scheinen auch die gleiche Stärke wie die Endgegner zu haben damals. Es wundert mich übrigens, ich habe noch eine Zwischensequenz, habe ich noch gut in Erinnerung. Und ich dachte eigentlich, dass die relativ früh kam. Aber vielleicht war sie auch optional und ich habe was verpasst. Ich kann mich nämlich an ein Besäufnis erinnern, ja. Das sehr, sehr lustig war, so anzuschauen. Ich wusste gar nicht mehr, dass das Besäufnis so spät kommt. Oder wie gesagt, ich habe es vielleicht übersehen. Aber jetzt keine Zeit zum Saufen. Erstmal den Gargoyle besiegen. Da gehen wir mal einen Schritt zurück. Megalith machen wir bewusst nicht bei diesem Gegner. Denn Megalith ist ja sowas Steinmäßiges. So sieht es zumindest für mich aus. Und ich glaube, das ist dem Gargoyle ziemlich wurscht. Wurscht ist ihm auch James Angriff. Was ich bei so einem Steinwesen eigentlich auch nur logisch finde. Ja, und auch das überrascht mich nicht großartig. Ei! Verdammt! Boah, der Feuerschaden ist auch nicht gerade gut. Leute, ich glaube, den soll man noch nicht machen. Oder er ist... Nee. Nee, wir sind tot. Das erste Mal gestorben. Ja, Leute, das hier ist der Game Over Screen. Ich wollte ihn euch nur mal zeigen. Ah, okay, also... Dieser Gargoyle ist so schwer, dass ich vermute, dass der rein optional ist. Also wirklich. Da hat man jetzt noch, also jetzt noch keinen Hauch einer Chance. Ja, dürfte ich weiter? Ich habe ja davor gespeichert, oder? Ich glaube schon. Boah, hat der einen Schaden gemacht, ja. Mistvieh. Aber der wird bestimmt wichtig für ein gutes Ending, ne? Boah, wenn der optional ist, wo geht's dann weiter? Verdammt.